Sie haben es vielleicht vergangene Woche in der Zeitung gelesen. Ich habe mich dazu entschieden, aufzuhören in dieser Show. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich hätte es Ihnen gerne heute Abend persönlich gesagt, das hat mir eine Zeitung vergangene Woche leider abgenommen. Deswegen möchte ich mich heute darauf fokussieren, ein paar Leuten zu danken. Ehrlicherweise, wenn ich allen Leuten danken würde, denen ich zu danken hätte bei dieser Show, dann können wir eine eigene Show daraus machen. Deswegen möchte ich mich auf ein paar Leute beschränken und fange an mit dem fantastischen Markus Küttner, dem Unterhaltungschef von RTL, der das Herz und die Seele dieser Show ist von Anfang an. Absolut. Markus, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an unsere fantastischen Autoren. Sie gehören zu den allergrößten in dieser Branche und sind mit ihrer Kreativität nicht zu übertreffen. Vielen Dank an Jens Oliver Haas, Micky Beisenherz, Jörg Über und auch Jochen Winter. Vielen Dank. Außerdem an unseren Regisseur Michi Meier, mit dem ich jede einzelne Dschungelsendung gemacht habe, bis auf diese hier heute. Ehrlicherweise, heute ist er nicht da. Vielen Dank, Michi. Vielen Dank an Alex Schneider, seinen Assistenten. Alle Kollegen von ITV, von RTL, das australische Team, das südafrikanische Team, das deutsche Team natürlich. Vielen Dank an alle, die mich in dieser Dschungelfamilie aufgenommen haben. Danke sehr für 9 fantastische Staffeln. Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass ich diese Sendung 2013 übernommen habe unter den ungünstigsten Voraussetzungen. Der Grund dafür, den kennen Sie alle, war ein extrem trauriger. Es war für mich sehr schwer. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie es mir so leicht gemacht haben. Vielen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Show. Ohne die würde es nicht funktionieren. Und mein allergrößter Dank geht an... Oh, jetzt wird es doch sentimental. Ne? Oh Gott, oh Gott. Geht an Sonja, die es mir 2013... Obwohl es so schwer war eigentlich, und ich weiß, dass es für dich damals auch schwer war, trotzdem so leicht gemacht hat. Es war eine irre Zeit, es war ein irres Abenteuer. Und ich kann mir niemanden lieber vorstellen, mit dem ich das erlebt habe. Vielen Dank für alles, Sonja, von ganzem Herzen. Das werde ich immer mit mir tragen. Danke sehr. Danke Ihnen, meine Damen und Herren. Und jetzt gucken wir, dann gebe ich einen Film, habe ich gehört. Ja. Oh, danke. Danke sehr. Ja, zeigen wir mal deine Highlights. Nein, danach. Daniel. Keiner freut sich so sehr, hier zu sein wie ich. Hierbei, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Müsste jetzt nicht eigentlich der Vorspann kommen, Sonja? Daniel, Peng, Pong. Zählst du dann wenigstens kurz vor? Vielleicht ja, bis 3? Ich zähl kurz vor, aber morgen muss das dann noch alleine klappen. Ja, ja. Ja, ja. Bub. Okay, fertig? Ja. 3, 2, 1. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir hatten gestern den ersten Sex. Könntest du bitte aufhören, mit dem Penis zu spielen? Soll ich dir mal Affurzen zeigen? Jetzt ist aber auch mal gut, Mensch. Wir lassen uns das Sinken nicht verbieten. Essensprüfungen sind ja genau mein Ding, Sonja, weißt du doch. Oh Gott. Oh, Philipp, Freunde der Sonne, ey, ehrlich. Meine Güte. Da bin ich raus, ne? Das war Psychofick. Thorsten, spiel mir das Lied vom Tod. Kasala! Für mich auf gar keinen Alkohol im Fernsehen, das mache ich nie. Prost, Till. Oh, ho, ho, it's magic. You know. Ich nipp nur mal dran. Und hau weg. Angetrunken in der Verkündung. Ich glaube, mehr kann ich nicht erreichen, diese Show. Ich hör auf. Daniel, hi. I thought I'd give you one last run in, especially for you. My wife said, well, just sum him up in 3 words. And that was pretty easy. First was professional. The second was strong. And the third was gentle, and that you are, my friend. And I wish you all the best for your career, your life and your family. You take care. Lots of love. Mir persönlich eine große Ehre. Und ich fand dich, Daniel, auch gar nicht so scheiße, wie die anderen immer sagen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke sehr.
Oh, ja.